Hier spricht Stina von Zwillingsflamme 1111. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir machen heute ein Mondreading und ja, ich habe aufgrund dessen ein paar Karten rausgesucht, die ich nicht ganz so oft nutze. Und rausgekommen ist auch ein Schattenreading. Das heißt, wir haben ein Mond-Schattenreading. Ich wollte eigentlich die beiden separat machen, aber das hat sich jetzt irgendwie so ergeben, dass das zusammengefallen ist. Das werdet ihr gleich auch sehen in den Karten. Und ja, das ist also hier mit einer sehr tiefen Botschaft und auch nochmal eine Auseinandersetzung mit einem selbst und den eigenen Mustern. Gerade jetzt zum Vollmond in der Waage, die Waage, da geht alles um den Ausgleich, beziehungsweise auch um die Balance im Leben. Und oft ist es so, dass also gerade Leute, die Waage-Aspekte haben, ob sie nun selbst Waage sind oder irgendwelche anderen astrologischen Geschehnisse drin sind im Chart, ist die große Herausforderung tatsächlich, das ausbalancieren. Also oft wird behauptet, dass Wagen in der Balance sind. Das sind sie aber meistens gar nicht, weil entweder ist es so oder so, eine Waage anzutreffen, die also in ihrer vollen Harmonie unterwegs ist, was die Hauptaufgabe der Waage ist, das ist eher selten. Ja, kurze Info vorab, ihr findet in der Box unten alles an Informationen, Facebook, Instagram und auch einen Mail-Account. Ich mache relativ bunte Readings, also mit verschiedenen Botschaften und ja, wenn ihr mich buchen möchtet, könnt ihr das tun. Auf Instagram poste ich ein paar andere Sachen. Ich bin gerade in Brasilien und ja, lebe hier. Ich werde in den nächsten 3 Wochen umziehen. Ich habe was ganz Süßes gefunden, ein bisschen kleiner und jetzt nicht direkt an der Favela, weil das dann doch ziemlich laut hier ist. Also hier ist auch nachts irgendwie was los und das ist, glaube ich, auf Dauer für mich dann nicht so geeignet. Und ja, habe, wie gesagt, was Kleineres gefunden, was auch günstiger ist. Dafür habe ich dann da einen Pool und das ist ein bisschen hochwertiger alles. Und ja, ich hoffe, dass das klappt. Ich werde mich da jetzt heute und morgen drum kümmern und dann mal schauen. Und zu dem, die mir schon ein bisschen länger zuhören, Leute, mein Husten ist weg. Das ist total krass. Also ich bin jetzt ein bisschen mehr als eine Woche hier und habe meinen Husten verloren. Ich freue mich da sehr drüber. Ich habe in Deutschland echt gelitten. Ich hatte da einen Teppichboden und es gab auch Schimmel in der Wohnung. Und das hat mir so extrem auf die Gesundheit geschlagen und auch auf meine Luftröhre. Also ich habe zum Schluss kaum noch Luft bekommen. Ich habe mich 200 Meter irgendwie bewegt und nur nach Luft gerungen. Und hier ist das ganz anders. Also ich bin sehr froh und werde gucken, dass ich in der Zukunft einfach Teppichböden vermeide. Und mal checke vorher, ob da irgendwie Schimmel in der Wohnung ist oder auch nicht. So Leute, wir haben jetzt hier einmal auf der Seite hier die männlichen Energien, wir haben hier die weiblichen Energien und das, was jetzt dazwischen ist, was jetzt im Vollmond geheilt werden kann, wo ihr den Fokus drauf richten könnt. Und ich treffe mich heute mit meiner Meisterin. Wir besprechen ein paar Sachen und ich hatte auch angedacht, dass wir demnächst nochmal ein Online-Ritual machen. Das hat beim letzten Mal ganz gut funktioniert, weil halt unser erstes Ritual, wir spielen uns da auch ein, was das Ganze angeht und mit der Thematik eben der Abwehr, das haben wir hier auch nochmal mit drin und hier ist auch so eine Erklärung irgendwie mit warum, wieso und weshalb. So, wir schauen jetzt erstmal bei den männlichen Energien. Wir haben hier einmal The Queen of Forces, ja, das ist eine sehr kraftvolle Energie. Im Moment, ich schaue mal eben, dass ich euch ein bisschen Licht mache. So, The Queen of Forces. Also wir haben den Mond und die Sonne mit drauf. Das ist eine, also das sieht so aus, als soll hier etwas in die Balance reingebracht werden. The Queen of Forces ist hier in diesem Tarot die Königin der Erde. Also die Königin der Erde oder der Münzen wird oft als Schwangere dargestellt und übernimmt oft auch die Mutterrolle. Also das war auch etwas, was mir so reingeschossen ist, dass sich das hier A um Divine Feminine dreht, aber eben auch um Mutterthemen, die hier an die Oberfläche kommen und die ja dafür gesorgt haben, dass männliche Energien sich manipulieren. Ja, wir haben auf der einen Seite einmal die Karte Knighthood, ja, also die Divine Feminine, die praktisch Divine Masculine zum Ritter schlägt. Das kann man jetzt natürlich auch nochmal übertragen, irgendwie so auf Kindheitsgeschichten. Und ja, das ist auf der einen Seite dieser Wunsch, ja praktisch so in diese Lichtenergie reinzugehen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Downfall. Ja, das ist das. Moment, ich muss mal eben kurz mit meinem Nägelchen. So, Downfall. Ja, schaut mal, hier steht jemand und hat Briefe geschrieben. Und diese Briefe brennen und werden einfach irgendwie ja praktisch in Luft aufgelöst. Und
Ja, das ist halt praktisch eine ganz große Herausforderung, ja, hier jetzt praktisch in, also, ne, in diese Union-Energien reinzugehen. Und hier muss noch bei einigen etwas bearbeitet werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das sonst auf der unterbewussten Ebene einfach manipuliert. Ja, der Wille dazu da, der Wille dazu ist da, aber hier ist auch eine ganz große Angst dahinter. Wie wird sie reagieren? Ja? Wird sie hier irgendwie das annehmen, wird sie mich ablehnen, weil es vielleicht irgendwie schon ein bisschen länger gedauert hat, als es eigentlich sollte. Okay, ja, wie gesagt, diese brennenden Briefe, die hier durch die Luft fliegen. Oder wird sie mich annehmen und praktisch mir hier den Ritterschlag verpassen. Ja, wie gesagt, das hängt also hier mit einem Mutterthema zusammen. Ich erkläre euch jetzt auch, warum. Wir haben hier die Karte, die ödipale Verschwörung. Ja, und das sind Mutterthemen. Also es ist so, dass Kinder im Alter, ich glaube zwischen 4 und 6, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin auch keine Psychologin, aber ich habe mir das mal so ein bisschen angeguckt, gerade Jungs dann in diesen Ödipus Zustand verfallen für eine gewisse Zeit und praktisch wird die Mutter dann an die erste Stelle gesetzt. Bei Frauen nennt man das Elektra-Syndrom. Also es gibt viele Mädchen, die sagen, ja, wenn ich groß bin, will ich meinen Papa heiraten. Und bei Jungs ist das genau dasselbe. Die wollen dann ihre Mama heiraten und zack, hat man praktisch einen Schwur geleistet, der ganz tief sitzt und man ist nicht in der Lage, jemand anderen an diese Stelle zu rücken, weil entweder die Mutter oder der Vater diesen Platz besetzt. Deswegen haben so viele Menschen Probleme, ja, weil man immer irgendwie mit den Eltern vergleicht, mit der Mutter, mit dem Vater, da kommt irgendwie keiner ran, weil da eine sehr starke Bindung und sehr starke Energie ist. Und das ist natürlich etwas, was manipuliert. Also solche Schwüre sollte man eigentlich auflösen, damit der Platz einfach frei ist. Ja, und das ist klar, dass die beiden Feminine diesen Platz nicht besetzen kann, wenn die Mutter da ist, ja. Und ja, hier haben wir, wie gesagt, diesen Hinweis auf diese ödipale Verschwörung, die dort anher geht, ja, eben auch mit einem Schattenaspekt, der da im Hintergrund ist. Und schaut mal hier, hier haben wir die beiden Feminine stehen, die kommt gar nicht dazwischen, die kommt da gar nicht dran. Und das ist etwas, was unterbewusst wirkt, ja, was praktisch eigentlich dafür sorgt, dass hier eine Blockade in irgendeiner Form, sich aufgebaut hat. Ja, wir haben die Karte Revenge, das ist eine Schattenkarte. Ja, schaut mal, hier steht die Holde Maid mit 2 Schwertern. Das ist eine Angst davor, ja, weil eventuell die einen oder anderen Dinge falsch gemacht haben und wie gesagt der Manipulation unterlegen sind und einfach in diesem Schwur auch unterwegs sind. Ja, das ist eben das Ding, was jetzt hier an die Oberfläche kommen soll. Ja, das ist auch die Angst vor Rache. Das kann natürlich in einen oder anderen Fällen jetzt hier tatsächlich mit Mutter, Kind in Zusammenhang hängen. Wir haben die Karte Herausforderung, also Quest, und schaut mal, hier steht auch ein kleiner Junge. Hier ist jetzt, glaube ich, eine Großmutter, kann aber auch eine Mutter sein. Also ne, ich denke, das kann man einfach mal so stehen lassen. Kann, ja, wie gesagt, das kann natürlich auch auf die Großmutter oder auf die weibliche Ahnenlinie übertragen sein. Oft sind halt ganz starke Frauen da in irgendeinem Fall, ob die jetzt ausgeheilt sind oder nicht. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber das ist die Herausforderung jetzt für Divine Masculine, hier dran zu gehen, zu erkennen, dass es hier, wie gesagt, diese ödipale Verschwörung gibt, ja, die einfach dafür sorgt, dass Divine Feminine gar nicht hier rankommen kann. Ja, wo die Mutter praktisch so ihren Sohn mit Essen an sich gebunden hat. Also das fängt irgendwie so bei so ganz kleinen Sachen an und vielleicht auch gar keine andere Frau akzeptiert. Also das gibt es nun mal auch ganz oft. Das ist jetzt nichts, was irgendwie total selten ist und was man irgendwie totschweigen sollte, sondern es ist oft so, dass die Mutter der neuen Frau im Leben ihres Sohnes überhaupt gar keinen Platz lässt. Also das werden die einen oder anderen vielleicht auch in anderen Beziehungen erfahren haben. Und das ist nichts, was irgendwie, wie gesagt, selten ist, sondern das ist ganz oft. Ja, gerade wenn man eine Mutter hat, die vielleicht nicht ganz so erwacht ist und dann auch in ihren eigenen Mustern unterwegs ist und das vielleicht auch selber bei der Schwiegermutter und so weiter mitbekommen hat. Also das, ne, das ihr seht, das ist so eine ganze Verkettung, die hier stattfindet. Das ist jetzt die Herausforderung von Divine Masculine, hier in die Heilung des inneren Kindes reinzugehen. Ja, praktisch hier in die Verzeihung reinzugehen, vor allen Dingen in die Vergebung reinzugehen. Elternthemen, die sind nicht einfach. Ja, und das ist nicht so, wenn wir dann irgendwie mal so eine Heilung irgendwie auf Vater und Mutter gelegt haben,
dass wir da direkt raus sind. Ja, wir haben Jahre mit unseren Eltern verbracht, also ne, im besten Fall. Gibt natürlich auch andere Geschichten, wo man seine Eltern gar nicht kennt, wo man gar nicht weiß, was da für Einflüsse drauf sind. Aber jeder hat hier in irgendeiner Form mit zu tun. Ja, und das ist natürlich etwas, was sich leider dann eben auch auf Beziehungen einwirkt. Und ja, wenn wir halt, wie gesagt, eine Mutter haben, ich will jetzt nicht die böse Mutter sagen, ja, aber ihr wisst selber, dass das manchmal nicht ganz so einfach ist. Ja, wir, ne, auch wenn es halt, wie gesagt, unterbewusst ist und jetzt nicht irgendwie manipulativ und aus Sabotagegründen heraus. Hier ist eine Energie, die damit zu tun hat. Ja, warum Divine Masculine, Divine Feminine nicht reinlassen kann. Ja, oder nicht nah an sich lassen kann. Vielleicht über die andere Ebene und so weiter, aber nicht auf 3D. Weil wir hier halt, wie gesagt, jemanden haben, der sehr stark ist und der hier steht. Und vielleicht eben auch in der Vergangenheit immer dafür gesorgt hat, dass dieser Ritterschlag ja vielleicht gar nicht irgendwie wirklich funktionieren konnte und dann hier spätestens nach kurzer Zeit der Fall gekommen ist. Ja, das sorgt bei männlichen Energien tatsächlich hier für Trauer und auch für Ärger. Ich glaube, das ist etwas, was hier sehr unterbewusst läuft, ja, wo man im Bett liegt und sich hin und her wälzt und Taschentücher irgendwie voll heult. Also das Tränen, die sind nicht nur für Divine Feminine oder für Frauen. Frauen weinen vielleicht ein bisschen offener als Männer, aber auch Männer weinen. Also ich sehe das hier gerade in Brasilien. Ich habe irgendwie die ersten paar Tage kein Internet gehabt und habe dann einfach mal den Fernseher angeschaltet, um halt zu gucken, wie man hier irgendwie so beschallert wird. Und also es kamen viele Sendungen mit Kirche und Gottesdienste und Segnungen von irgendwelchen Priestern. Und es gab viel Musik und da gab es dann eine Sendung, wo so ein junger Mann, ich weiß nicht genau, worum es ging, das ging irgendwie über ein paar Stunden, ich habe da immer nur mal zwischendurch hingeguckt und ja, der hat sich geöffnet, der hat halt da einfach vor sich hingeheult und hatte überhaupt kein Problem damit, die Tränen fließen zu lassen, was ich total toll fand. Also das ist, ne, ist ja auch in jeder Kultur nochmal unterschiedlich, aber ne, auch Männer weinen. Ja, und auch Männer liegen im Bett und kommen nicht klar und sind hier mit ihren Taschentüchern unterwegs und rollen sich zusammen unter der Decke und kriegen vielleicht auch ja, hier praktisch so diesen Aspekt, den Divine Feminine auch auslebt zwischendurch mit. Ja, also es würde mich nicht wundern, wenn beide zusammen dann irgendwie alleine in ihrem Bett liegen und da irgendwie vor sich hin trauern und mit Ärger zu tun haben. Und wir hatten ja hier auch diese Karte Revenge. Ja, das kann also sein, dass Divine Feminine zwischendurch in ihrem Schattenaspekt unterwegs ist und auf Rache sind, wo vielleicht auch nochmal Ängste hinterstecken. Ja, wo praktisch dann eventuell die Rolle der Mutter übernommen wird, ja, wo vielleicht auch Wunden aus der Vergangenheit an die Oberfläche kommen und sie hier einfach, wie gesagt, mit ihrem Schwert unterwegs ist. Ja. Und das sind Ängste. Also wir haben ja auch die Karte Angriff. Also sorry, wenn jetzt hier irgendwie noch tiefere oder Schattenkarten kommen, aber das ist nun mal einfach so bei diesem Reading. Angriff. Ja, und die männliche Energie hat Angst, in eine Falle reinzulaufen. Das heißt, wenn die sich öffnen, wenn hier irgendwie so dieser Brief kommt, wenn dieser Kniefall kommt. Also wir haben hier die Energie von Proposal. Ja, also das eure romantische Beziehung ist dabei, jetzt einen Schritt nach oben zu kommen. Nur dazu muss man hier aufgeräumt haben. Ja, weil sonst kommt man hier mit dem Brief, der dann praktisch irgendwie so in der Luft schwebt und verbrennt und dann fragt sich die weibliche Energie wieder, willst du mich hier eigentlich verarschen? Und man weiß gar nicht genau, worum es geht. Und hier ist, wie gesagt, diese Erklärung, dass das mit diesem Ödipus-Komplex in Anführungsstrichen zu tun hat. Und eigentlich soll es nach oben gehen. Das ist das, was beide miteinander verbindet. Nur haben wir hier eben auch die Karte Rejection drauf. So, Rejection, das ist die Ablehnung. Ja, das ist ganz oft so, bevor ich abgelehnt werde, lehne ich ab, damit ich nicht in so einen Schmerz reingehen muss. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und das hat auch nichts damit zu tun, dass ihr nicht geliebt werdet, sondern das sind Urängste, die hier mit einhergehen. Dass man nicht gut genug ist und so weiter. Also ich fühle hier eine ganz starke, dominante Mutterenergie. Die da ist. Also wer sich damit, wie heißt das denn, damit identifizieren kann, sollte hier, wie gesagt, in die Heilung reingehen. Ja, und das ist halt Ablehnung. Ne? Bevor du mich ablehnst, lehne ich dich ab. Und na, guck mal, hier steht jemand mit so Pinseln und versucht irgendwie etwas zu malen. Oder überlegt zumindest, ja, und weiß aber gar nicht genau irgendwie, was, wie und warum und wieso und weshalb diese Ablehnung kommt.
so Divine Feminine soll, wie gesagt, aus diesem Racheaspekt einfach mal austreten. Du hast mir dies angetan, deswegen tue ich dir dies und das und jenes jetzt an. Divine Feminine ist dazu aufgerufen, in die Reflexion reinzugehen. Energie des Mondes, ja. Die Sonne wirft ihr Licht auf den Mond, damit wir etwas sehen können. Wir haben hier den Vollmond, ein sehr ruhiges Wasser. Ja, vielleicht auch ein Boot, wo man, ich glaube, da sitzen zwei Personen drauf. Man kann es kaum erkennen. Ist eine hier, eine hier. Letzten Endes ist es auch egal. Es geht darum, in die Reflexion reinzugehen. Und Divine Feminine soll sich bitte mal mit ihrem eigenen Schattenaspekt auseinandersetzen. Guckt euch mal diese Karte an. Einmal steht sie hier sehr konfident und da oben ist sie total eingegittert und eingemauert. Und die 5 zeigt auch, dass es eine Herausforderung ist, sich den Schattenaspekten zu stellen. Wir haben die Karte Fragmentation. Also Fragmente, das sind Teile, die irgendwo unterwegs sind. Das kann auch mit früheren Leben zusammenhängen. Ja? Das ist, ne, also wir als Twin Flames, wir gehen natürlich eine ganz große Geschichte durch. Manchmal geht so eine Schublade auf, wo man reingucken kann. Und hier geht es darum, diese weggesprengten Seelenanteile nach Hause einzuladen und zu integrieren. Ja, weil diese Fragmente sonst irgendwie rumschweben. Und wie gesagt, das kann sein, dass das hier irgendwie mit Rachegelüsten und so weiter zu tun hat. Wir sind alles Menschen, verurteilt euch nicht selber deswegen. Ja, und Divine Masculine hat natürlich auch irgendwie sein Los zu tragen, was das Ganze angeht. Aber ihr sollt mal aus dem Leiden austreten. Das ist jetzt Zeit. Ja? Ihr sollt hier nicht sitzen und leiden. Wir hatten ja auch Divine Masculine im Bett liegen. Hier ist, ne, Divine Feminine, beziehungsweise auch ein Maskuliner, der hier sitzt und leidet. Und das überträgt sich auf beide, weil wir sind einfach miteinander verbunden. Das ist ein Band, was sich gegenseitig eben füttert. Und die Dissoziation, ja, dieser zerbrochene Spiegel, wo man sich irgendwie nicht so richtig sehen kann. Das, ne, also hier haben wir jetzt wieder stark die Divine Masculine Energie auf die Divine Feminine liegen. Ja, und auf die Divine Masculine lag jetzt stark die Divine Feminine und eben dieser Mutteraspekt drauf. Die Divine Masculine kann sich gar nicht wirklich wahrnehmen. Hat Dissoziation, das ist eine Verzerrung, distorted, eine verzerrte Selbstwahrnehmung. Und da geht es jetzt darum, das zu heilen. Und das ist übrigens auch etwas, was auf die Divine Feminine zutrifft. Ja, das sind halt diese Fragmente, ja, der zerbrochene Spiegel, der irgendwo durch die Gegend schwebt und wo man sich nur leiden sieht. Fangt an, das zu integrieren. Ja, das ist nicht so, dass wir den Schattenaspekt komplett irgendwie verbannen können. Das geht nicht. Wir sind in der Dualität unterwegs. Wir sind Menschen in diesem Leben und haben bestimmt auch irgendwie Anteile von Starseed und so weiter. Aber unsere Aufgabe auf diesem Planeten ist es hier, als Mensch in irgendeiner Form klarzukommen. Und das sind Themen, die dazugehören. Gebt euch ein bisschen Zeit, in die Erholung reinzugehen. Ja, also macht euch keinen Stress, versucht das zu erkennen für euch selber. Was ist mein Schattenanteil? Wie wirkt mein Schattenanteil auf mich? Kann es sein, dass mein Divine Masculine mich hier ja, als diese Rachegöttin wahrnimmt und einfach Angst davor hat, auf mich zuzukommen, vielleicht schon 1000 Briefe geschrieben hat, 1000 Anfänge gemacht hat, aber ich stehe als Divine Feminine und bin Sinne auf Rache, okay, ja, wie seine Mutter das eventuell schon getan hat, oder die Großmutter, oder vielleicht auch andere Feminine, die vorher in seinem Feld in irgendeiner Form unterwegs gewesen sind, ja, die als Lehrmeister kamen, wo man das gar nicht irgendwie gecheckt hat, was da eigentlich wirklich los ist, und das dann eine totale Katastrophe ausgeartet ist. Ja, weil man es eben nicht erkannt hat. Ja. Deswegen habt da Verständnis für viel, für euch und für euren Divine Masculine. Die gehen ja auch gerade durch etwas durch, was ziemlich hart ist. Ja, und zu erkennen, dass die Mutter vielleicht dann doch nicht irgendwie so die Göttin ist und da auch in ihrem Schatten unterwegs gewesen ist, das ist nicht ganz so einfach. Ja, wir haben für Divine Feminine einmal Lady Winter und diese Karte Recovery. Ja, Lady Winter zeigt einfach an, dass es gerade nicht so nach vorne und nach hinten geht, dass vielleicht auch die einen oder anderen Dinge nicht fließen. Der Winterschlaf, ja, sich praktisch in dieser Zeit nochmal neu zu betrachten. Wie gesagt, eventuell auch den Schattenaspekt zu integrieren. Winter ist die dunkle Zeit, ja, wo man praktisch, ja, wo die Natur schläft, aber auch immer wieder erwacht. Also wir haben ja auch so einen Schmetterling drauf. Ja, das geht alles in die Transformation rein und nehmt euch die Pause. Ja, das ist nur eine Pause, um euch praktisch hier in diese Energie vom Recovering ist Erholung, in die Erholung reinzugehen. Und eben auch diese Schattenanteile wirklich so zu integrieren, dass ihr nicht, wenn ihr wieder aufeinander zugeht, weil das wird definitiv, das wird irgendwann passieren. Wir haben ja auch diese Proposal-Karte, die hier liegt. Ja. Ich meine, schaut euch die mal an. Hier ist auch so eine kleine Fee dabei. Das ist ein bisschen Stonehenge irgendwie, sieht so schottisch aus.
Ja, und das soll auf die nächste Stufe steigen. Nur wenn man sich hier nicht durcharbeitet, bleibt das natürlich hängen und in der Winterzeit einfach, ne, für immer und ewig. Und wie gesagt, bei Divine Masculine passieren hier jetzt gerade auf jeden Fall sehr tiefe Dinge. Und auch bei Divine Feminine soll das der Fall sein. Wie gesagt, Rejection. Ja, wenn das nicht geheilt wird, dann werdet ihr genau wieder hier landen. Und das ist ja nicht Sinn der Sache. Es geht um den freien Willen. Freiheit. Das ist eine Gabe, ja, jemanden so frei zu lassen, dass derjenige freiwillig kommt und nicht irgendwie mit Rache und, wie gesagt, dieser Dunkelheit, die hier mit drin liegt, die auch ihren Sinn hat. Das hat ihr, ne, ich sage auch immer wieder, die Dunkelheit oder der Schatten, der macht Sinn. Der macht ganz tiefen Sinn. Man muss nur erstmal dahinter steigen. Wir sollen keine Angst davor haben, sondern uns wirklich diesen Schatten mal angucken, ja, damit wir frei sein können. Damit dieser Schatten integriert ist und wir dann entscheiden können, ohne dass wir uns selber manipulieren oder aus irgendwelchen komischen Beweggründen und so weiter agieren, weil wir dann eben so agieren, ohne das in irgendeiner Form begründen zu können. Wenn man es begründen kann, ja, das ist der Weg zur Heilung. Das ist der Weg des Erwachens. Ja, sich selbst zu erkennen und zu sagen, oh ja, ich habe hier die einen oder anderen Verhaltensweisen an mir und ich weiß, woher die kommen. Ja, und dann kann man in die Heilung reingehen, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Und hier haben wir den freien Willen. Guck mal, wie süß die hier, wie die sich anlächeln, wie die hier zusammenliegen. Ja, und das ist auch das, was zwischen beiden ist. Beide müssen frei sein, beide müssen sich aus diesem Käfig raus befreien. Wir haben die Magie der Nacht, eine sehr schöne Karte. Guck mal, hier ist der Elefant. Ja, das ist ein weises Tier, der vergisst auch nicht. Und zwei Eulen, die hier die ein bisschen schmusen. Und die eine Eule deckt, die beschützt die andere Eule. Ja, und die Eulen sind Tiere der Nacht. Das sind die in der Nacht leiten und uns praktisch die Sicht schenken. Ja, die uns zeigen, dass hier ganz viel Zauber mit drin liegt. Wenn wir uns den Dingen stellen. Ja, und das ist eine Nacht, das ist auch die Verbindung jetzt hier. Soll in die Balance reingehen. Das ist das auch, was zwischen beiden ist. Ja. Schaut mal, hier haben wir auch wieder so eine ältere Frau mit drauf. Okay, so ein bisschen Herbstlaub. Sie hält die Erde. Ja, praktisch sind hier dann die verschiedenen Mondphasen da gezeigt. Passt, glaube ich, auch hervorragend zum Waagemond. Die Dinge in die Balance reinbringen, den Schatten mit dem Licht zu integrieren. Okay, ja, damit das nach Hause gehen kann, damit beide sich sicher fühlen können. Damit weder Divine Feminine der Boden unter den Füßen weggerissen ist, weil sie dann irgendwie da steht und sich fragt, was ist denn jetzt wieder passiert? Wir haben uns aufeinander zugearbeitet und jetzt ist uns beiden wieder der Boden unter den Füßen weggerissen worden. Versteht, dass das hier, wie gesagt, mit dieser Thematik zu tun hat. Ja, das ist so ein Teil vom Kuchen. Das ist jetzt nicht irgendwie der ganze Kuchen, aber das erklärt vieles. Beide sollen sich sicher fühlen. Security, the Witch's Cottage, ja. Also ich meine, das ist ein Haus, das lädt halt ein. Ich glaube, da möchte man gerne irgendwie vorbei. Hier haben wir so ein kleines schwarzes Kätzchen und so einen Korb voll mit Blumen und ich weiß nicht, was noch allem. Der den Hexenbesen, der praktisch zur Einladung ausruft. Wenn man den nach unten stellt, dürfen die Gäste rein. Wenn man den andersrum dreht, also mit dem Gestrüpp nach oben, schützt man das Haus vor ungebetenen Gästen. Und hier sieht es sehr einladend aus. Also ich glaube, in so einem kleinen Hexenhäuschen hat man ein schönes Date, wenn es soweit ist. Nur beide müssen sicher sein. Ja, sicher in sich selber, ohne Verunsicherung. Kann auch sein, dass die Mutter ihren Sohn so verunsichert hat fürs Leben, dass, ja, wie gesagt, keine andere Frau irgendwie reinkommt. Sowas gibt es halt leider mal. Ja, die beiden Maskulinen. Also wer sich hier wiederfindet, arbeitet mit Intentionen, nehmt euren Zauberstab mal in die Hand. Ja, ihr seid Magier, ihr seid Weise, ja, und ihr seid auch nicht umsonst irgendwie in diesem Leben unterwegs und ihr habt auch nicht umsonst eure die beiden Feminine getroffen. Ja, und Mutterthemen, Vaterthemen, das sind halt alles Dinge, die an die Oberfläche kommen. Und hier wird euch gesagt, arbeitet mit dem Zauberstab. Und ihr könnt euch tatsächlich auch mal einen Zauberstab anschaffen. Ja, Feuer, Erde, Wasser, Luft, Feuer, das ist das Element des Feuers. Das Element des Feuers bringt etwas in Bewegung und das bringt auch Heilung, Läuterung. Läuterung auf Situationen, die nicht mehr dienlich sind. Ja, das mag vielleicht irgendwie für den kleinen Jungen gegolten haben, aber ihr seid nicht mehr der kleine Junge, ihr seid erwachsene Männer. Oder auf dem Weg dahin, je nachdem, wie alt man ist und wie weit man ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, fangt an, in der Materie zu wirbeln und euch die Sterne auf den Boden runterzuholen. Ihr könnt das. Die waren feminine. Hearth, guckt mal, hier kocht ja, der Hexenkessel. Entweder mit leckerer Suppe, wie auch immer. Und die Karte heißt Traumcoming.
So, und es geht jetzt nicht unbedingt nur darum, dass Divine Masculine nach Hause kommen kann, sondern dass eure versprengten Seelenanteile, wo sich die immer auch befinden, dass die zurückgeholt werden. Ob die in früheren Leben, in anderen Dimensionen, in Raum und Zeit irgendwo festkleben. Ja, also das ist auch ein Teil der magischen Arbeit, die wir leisten sollen. Und ja, vielleicht auch Revenge aus einem früheren Leben, das kann auch sein, dass das irgendwann in einem früheren Leben nicht geklappt hat mit euch und hier immer noch irgendwie so unterschwellig diese Rache und dieses Leid da ist. Ja, und wer das fühlt, es geht darum, diese Seelenanteile jetzt zurückzuholen und das in die Heilung reinzuschicken. Das ist super wichtig, Leute. Ja, damit das hier mit euch klappen kann und damit ihr in Liebe aufeinander zugehen könnt. Ich möchte jetzt gerne nochmal ein paar Engelkarten ziehen. Eine für die beiden Maskulinen. Ja, schaut mal Metatron mit Miracles und schaut mal, was hier drauf ist, ein Kind, das innere Kind, ja, das mit der Mutter verbunden ist, kann natürlich auch der Vater jetzt hier sein, aber wir hatten ja hier dieses Mutterthema, die Heilung auf das innere Kind, arbeitet mit Metatron, an Wundern, Wunder können geschehen, jeden Tag. Also mein Leben ist voll von Wundern, es ist voll von Abenteuern und voll von Wundern, ja, auch wenn ich in der Separation mit meinem Twin bin, das ist nicht weiter schlimm. Ja, und wir müssen an uns arbeiten. Und Metatron kann jetzt hier für die beiden Maskulinen gerade sehr gut wirken, um Wunder herbeizuführen, nach Heilung, eine Kristallheilung. Ja, ihr habt jetzt hier praktisch so dieses Sternentor, was für euch geöffnet ist. Ihr könnt auch gerne das Video anhalten und euch einfach mal mit dieser Energie verbinden. Metatron rufen, ihr könnt in Meditationen reingehen etc. Also hier ist Metatron, wie gesagt, gerade für euch zuständig. Und was ich gerade noch höre, das wäre vielleicht für die einen oder anderen gar nicht so schlecht, hier mal mit Cord-Cutting zu arbeiten. Ja, von sich aus zwischen Mutter und Sohn und vielleicht auch bei Divine Feminine, falls ihr mit diesem Thema jetzt auch irgendwie in Berührung seid, zwischen euch und Vater. Das heißt, das sind dann, also Cord-Cutting dient nicht dazu, jemanden komplett aus dem Leben zu verbannen. Also es gibt Leute, die es dann, die machen das dann so, dass man nie wieder von irgendwie jemandem hört. Aber gerade was Familienmitglieder angeht oder auch die Liebe angeht, also das geht ja nicht darum, jetzt irgendwie jemanden komplett zu verbannen, sondern einfach nur das negative Attachment, was man hat, diese negativen Bänder, dass die durchtrennt werden. Ja, und der Rest dann einfach stehen bleiben kann, bis man dann wie eine Zwiebelschale zum nächsten Teil kommt und so weiter. Also wie gesagt, ein Cord-Cutting höre ich gerade, ist auch nicht schlecht, ja. Hier war ein Feminin, Gabriel, arbeitet mit Gabriel, dem Erzengel, für die Balance. Es geht hier alles um die Balance, ja, die Schatten und die Lichtteile so zu integrieren, dass ihr zu einem vollen und ganzen, vor allen Dingen auch freien Menschen werdet. Ja, Gabriel ist der Messenger-Engel, ja, der über die Gefühlswelt kommt, der die Gefühlswelt klärt, der euch dabei hilft, negative Gefühle, ja, wir hatten ja hier diese Fragmentation und diese Schattenenergie, die hier eindeutig wirkt, auszuklären, ja, und in die Heilung reinzugehen. Hier sind Baderituale zum Beispiel ganz gut, also entweder nur im Meer baden gehen, sofern das irgendwie möglich ist. Ansonsten Badewanne, Dusche geht auch. Ja, ihr könnt euch Kräuter zusammenmischen und praktisch dann ein heiliges Bad draus machen und euch damit übergießen und Gabriel bitten, mit euch duschen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes Licht duschen und mit dem Element des Wassers sich zu verbinden. Und vielleicht auch eine Wasserkur zu machen, also ne, mit viel Wasser praktisch Blockaden ausspülen. Also das dann eben auch ganz bewusst machen. Und Gabriel kommt mit Botschaften. Ja, die für euch sind. Also ne, geht einfach mal da rein. Das ist ja auch ne, mit dem Wasser verbunden. Also ne, der Mond ist immer mit dem Wasser verbunden, okay? Aber auch ihr könnt jetzt hier, wie gesagt, das Video kurz anhalten und euch mal mit der Energie verbinden. Das auf euch wirken lassen, damit ihr heil und ganz werdet. Ja, ich meine, das ist eine Darstellung, die ist sehr bekannt. Und da geht es eben auch darum, ja, Körper, Geist und Seele in den Ausgleich und in die Balance reinzubringen. Ich jetzt noch ein paar weitere Karten. Ja, es geht darum, eine neue Richtung einzuschlagen.
Ja, so viele von euch sind so vor die Wand gelaufen irgendwie, ne, die beiden Maskulin und die beiden Feminin, dass es jetzt Zeit wird, einfach mal eine neue Richtung einzuschlagen. Sich dafür zu entscheiden, okay, alles klar, das mit meinem Schattenaspekt, das hat vielleicht nicht dann nicht so funktioniert. Vielleicht hat der Schattenhand auch übergenommen. Ne, bei den männlichen Aspekten haben wir hier eben auch diese Grief-Geschichte und diese Mutterheilung, die vonstatten gehen soll, damit die beiden Feminin ihren Ritter dann auch irgendwann mal in Empfang nehmen kann, ohne dass da irgendwelche Energien dazwischen sind. Und es wird jetzt Zeit, kraftvoll in eine neue Richtung zu gehen. Ja, Thunder and Lightning haben wir jetzt für die beiden Maskulinen. Also normalerweise ist es so, dass wenn so Gewitterkarten und Sturm und so weiter auftaucht, dass es immer eine Warnung ist. Hier, das ist die Karte der Sturmhexen. Ich freue mich immer, wenn die kommt, ja, weil zwischen Blitz und Donner kann man manifestieren. Die Karte heißt Power. Gewitterhexen, das ist ein gängiger Begriff und die nutzen eben ihre Magie, um sie zu verhundert, wenn nicht sogar zu vertausendfachen. Zwischen Blitz und Donner, da werden diese Intentionen, geil, da werden diese Intentionen ausgesprochen. Also das könnte gut sein, dass die einen oder anderen von euch jetzt in der nächsten Zeit Blitz und Donner sehen, also dass ein Gewitter irgendwie kommt, muss jetzt nicht morgen sein, es kann auch sein, dass das irgendwann nächste oder übernächste Woche ist, wie auch immer, das Gewitter wird wahrscheinlich nicht so einfach an euch vorüberziehen und genau dann, also auch wenn es mitten in der Nacht ist, bitte dann aufstehen und anfangen mit den Intentionen, die so zu setzen. Der Donner trägt die Intention in die Ferne, ins Universum, ja, und das ist immens kraftvoll und so kommt ihr auch wieder in eure Kraft hinein. Toll. Die Weinfälle nehmen. Ja, Fragmente, Leute. Ja, Shagai. For fragmentation, Fragmente. Also hier ist definitiv, bei einigen sind Seelenanteile einfach abgesprengt worden. Ja, sei durch Trauma, sei das durch Past Life, also das kann ganz viele verschiedene Situationen mit beinhalten. Und es geht darum, ganz zu werden, ja, ganz zu werden und in die Balance reinzukommen. Ja, und wer sich eben dabei erwischt, wie man hier irgendwie mit dem Schattenaspekt tanzt, ja, versucht diesen Schattenaspekt zu erkennen und den dann in die Heilung reinzuschicken. Ja, also wie gesagt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu machen und hier ist nochmal so dieser Hinweis, dass hier eindeutig irgendwelche Fragmente im Raum unterwegs sind, die manipulieren, sabotieren und das eigene Leben einfach ein bisschen schwer machen, genauso wie bei den beiden Maskulinen. Okay, so, was möchte die beiden Maskulinen, die beiden Feminine sagen? Machen wir noch ein paar Liebesbotschaften zum Abschluss, okay? Die Liebe vermag alles. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Oh Mann, da kommen jetzt gerade fast die Tränen. Also, ich meine, es geht ja um Geborgenheit. Ja? Also gerade irgendwie, was auch den Mutteraspekt angeht und auch die Divine Feminine trägt das in sich. Und die Liebe kann alte Wunden heilen. Also hier ist jemand sehr verletzt. Die Divine Masculine hat hier eine ganz, 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 ganz tiefe Wunde und weiß wahrscheinlich gar nicht irgendwie, wo die herkommt und was das eigentlich ist und dass hier tatsächlich dieses Band mit der Mutter, und ich sage jetzt nicht die böse Mutter, okay, bitte versteht mich nicht falsch, was das angeht. Es gibt auch Mütter, die sind total cool, aber trotzdem hat man dieses Band, was manipuliert und was einfach keine andere Frau ins Leben reinlässt. Ja? Und wer dafür Verständnis hat, die Divine Masculine bittet um Verständnis, ich habe hier alte Wunden. Ja, und die Liebe zwischen uns, ach, meine Güte, mir kommen gerade echt die Tränen. Die Liebe zwischen uns beiden, ja, schenkt mir das Gefühl, geborgen, wertvoll und wichtig zu sein. Und wie süß ist das denn, ja. Die beiden Feminine
Ach, jetzt laufen mir gerade die Tränen. Also das Herz der Dinge, Divine Feminine, die Zahl 22. Es steckt immer mehr dahinter, als auf den ersten Blick ersichtlich, und erkenne, worum es wirklich geht. Oh, ja, schaut mal, hier schläft auch ein kleines Kind, ja. Heilung des inneren Kindes, Leute. Und hier kommen Engelenergien. 22, ja, haben wir jetzt auch mit dazu. Das ist eine sehr schöne Zahl. Und auch Divine Feminine muss hier, wie gesagt, den Schatten integrieren. Hat vielleicht auch in der Kindheit das ein oder andere abbekommen, was vielleicht nicht ganz so gut gewesen ist. Und einfach auch dafür gesorgt hat, dass man sich teilweise im Dunkeln befindet und eben auch, dass Seelenanteile weggesprengt sind. Je nachdem, was da passiert ist, okay. Also jeder hat da auch eine andere Geschichte. Und ich möchte jetzt gerne nochmal hier so eine Segenskarte zum Schluss. Leute, was soll ich sagen? A blessing on children mit der Elf. Der Segen auf Kinder. Der Segen auf das innere Kind. Ja, also also die Heilung des inneren Kindes, das ist echt harter Tobak teilweise. Jeder hat irgendwie andere Traumata oder eine andere Geschichte, das habe ich gerade auch schon gesagt. Und hier gibt es den Segen darauf, dass das innere Kind jetzt in die Heilung reingeht. Und das ist nicht einfach, wenn da solche Sachen an die Oberfläche kommen, wo man sitzt und schluckt und denkt so, boah, was ist denn hier los? Harter Tobak kann das zwischendurch mal sein. Ja, aber ich habe ja vorhin auch gesagt, wenn das an die Oberfläche kommt und wenn man erkennt, worum es wirklich geht, dann sieht man auch, dass das Divine Masculine gar nicht so böse ist. Ja, und auch, dass Divine Feminine gar nicht so böse ist, okay, weil wir alle in irgendeiner Form etwas mit uns rumtragen, was in die Heilung reingehen soll. Und deswegen treffen wir auch unsere Divine Counterparts. Das ist nicht nur irgendwie hier, also natürlich soll es Licht und Liebe werden, ja, und diese Union-Energien. Wir müssen in der Lage sein, so hoch zu schwingen, dass wir diese Union halten können, ja. Und deswegen ist dieser Weg vorher so mit Steinen gepflastert, die eigentlich Heilsteine sind, okay? Das war ein schöner Satz, danke Spirit. A blessing on the children. Das innere Kind, das kleine Baby einräumen und hier eben auch die Verwandlung, ja, von der Raupe in den Schmetterling. Ach, meine Lieben, ja, ich bin jetzt ziemlich weichgespült und ziemlich gerührt und hoffe, ihr konntet was mit diesem Reading anfangen. Haltet einfach mal die Augen und die Öhrchen offen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen nochmal eins machen und also nicht nur wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall, und euch dann so ein bisschen Auskunft dazu geben, wie und wann und ob wir ein Online-Ritual starten, wo wir diese Dinge bestimmt auch in irgendeiner Form mit reinnehmen können. Ich sende euch ganz viel Liebe und wünsche euch einen abgefahrenen Vollmond und nutzt bitte diese Energien und geht da wirklich tief rein, um das dann ein für alle Mal abzulegen. Ganz viel Liebe für euch. Bye-bye.